Ja, Freunde, Matt Forker ist zurück mit der nächsten Analyse. Diesmal 26.03. im Stade de France, Frankreich gegen Spanien. Spanien kommt ja mit der Empfehlung von einem 1-1 gegen Finnland daher. Frankreich hat 3-1 gegen Georgien gewonnen. Ja, die Performance der beiden, Frankreich aktuell 64%. Wie gesagt, zuletzt der Sieg in der Quali-Gruppe über Georgien. Davor ein paar Freundschaftsspiele. Dazwischen das ja, sozusagen Hinspiel der beiden in Spanien 1-1 gespielt. Bei den Spaniern 86%, ja. Gegen Finnland, wie gesagt, das Unentschieden und davor das Unentschieden in der Gruppe gegen Frankreich, also das Hinspiel. Und ein 4-0 über Belarus ist Weißrussland. Ja. Ja, die direkten Duelle der beiden. Aktuell sieht es so aus, dass Frankreich 5 Siege zugesprochen werden, Spanien lediglich 3 und 2 Unentschieden. Frankreich aktuell Gruppenerster mit 10 Punkten, Spanien Zweiter mit 8 Punkten und Spanien wird ja, denke ich mal, alles daran setzen, auch als Direktqualifikant dann zur WM fahren zu dürfen. Na gut, das wird Frankreich auch machen. Ja, aber ich meine, Spanien hat da schon ein bisschen mehr, was sie im Moment vertreten müssen. Mit EM- und WM-Titel und von daher denke ich mal, da hängt ein bisschen mehr dran. Ja, die Torschützen für Frankreich. Aktuell Ribéry, Abu Diaby, Giroud, Christophe Jallet und Etienne Capoue. Alle mit jeweils einem Tor. Da sind dann noch 3 weitere Schützen bei, die hier jetzt gerade nicht aufgeführt werden. Bei Spanien sieht das dann doch deutlich schmaler aus. 3 Tore durch den Mann vom FC Barcelona, Pedro, 2 von Sergio Ramos, 1 von Soldado und 1 durch Jordi Alba. Ja, generell die Duelle von Frankreich fallen recht unentschieden aus, also mal mehr wie 3 Tore, mal darunter. Bei Spanien sieht es dann doch eher so aus, dass aktuell weniger Tore fallen. Ja. Wie gesagt, am letzten Spieltag hat dann Frankreich Spanien wieder in der Gruppenphase überholt, in der Quali-Gruppe und ist deswegen aktuell auf Kurs Direktqualifikation. Zu den Kadern wahrscheinlich bei Spanien noch zu nennen, dass Casillas verletzt ist. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer gegen Finnland im Tor stand. Ich denke mal, wird Valdés gewesen sein. Könnte auch der Gea gewesen sein. Ja, kann natürlich auch gut sein. Oder Diego Lopez, ich weiß nicht, ob sie den nominieren. Ich glaube, der Gea stand im Tor, bin mir nicht sicher. Ja, auf jeden Fall Frankreich, glaubt soweit ohne Verletzungssorgen, wie ich mich erinnern kann. Ja, Topstars natürlich Benzema, Caballé, Ribéry, Jan Via, obwohl der ist, glaube ich, noch gesperrt, soweit ich weiß. Capoue auch mit Sicherheit ein interessanter Mann, genauso wie Sarko vom PSG. Bei Spanien, da ist halt wirklich, wirklich großes Kino da angesagt. Spielen ja das übliche System. Ich denke mal, die werden wieder 4-3-3 spielen und dann Mittelfeld. Ich denke mal, Xavi, Fabregas und Alonso. Sturm, Pedro, Iniesta. Ich weiß nicht, wer in der Mitte spielt, Torres oder Soldado. Kommt drauf an. Und in der Abwehr dann, denke ich mal, Piqué ist fit, ne? Oder hat er sich... Ja. Ich glaube, der ist fit. Ja, und dann Ramos. Ich denke mal, dann links Alba und rechts Abioa. Denke ich mal. Wobei ich mir rechts nicht so sicher bin. Dann im Tor kommt es halt drauf an, wer mal jetzt wieder das Vertrauen schenkt. Und von daher, mein Tipp für das Spiel ist ein 2-1-Sieg von Spanien. Ja, würde ich mich sogar anschließen. Spanien muss ja auch was gut machen jetzt. Und deswegen wird das, wenn sie vielleicht ja diese extra 2-3% dann noch drauflegen, die dann noch vielleicht dann nötig sind in so einem Spitzenspiel, um dann zu gewinnen. Deswegen auch mein Tipp 2-1.